So, du hast deinen Zentrit und wir können dann weiter. Trainiere ich jetzt erstmal, mache ich erstmal alle auf einen Level. Na komm, ich nehme jetzt erstmal Shigi mit. Haben wir eigentlich irgendwas gekriegt? Ja, glaube ich. Ah, wir können sogar nachgucken. Ah, okay, es geht also momentan wirklich bis zur dritten Generation. Aber. Ach, man muss sogar jede Region einzeln leveln. Ja, Du was kannst. die einzelnen. Ja, hier, Kanto-Level sind wir 7. Wo steht denn das? Wenn du auf den Pass Trainer-Stats klickst, neben deinem Backpack. Oh. Ah, das Da. sind doch die ganzen Orden. Ja, die erste Generation ist oben, die zweite da drunter und die dritte da drunter. Auf jeden Fall, oh, komischerweise kommen mir die Orden gar nicht bekannt vor. Aber egal. So. Also wollen wir jetzt weiter in die Stadt rein. Hast du geheilt oder was? Ja. Okay. Ich bin hier abgehauen wie so eine Ja. Muschi. Radfratz auf Level 2, machen wir platt, gibt EP. Ich werde aber erstmal Pokémon wechseln. Ja, das kommt denn. Oh, Dapsi! Wie machen wir das eigentlich? Knobeln wir, wenn wir ein Shiny finden? Mir ist das egal. Also du haben es mir. Mir ist es ja eigentlich auch Latte, aber so Fairness halber meine ich. Hey. Okay, auf jeden Fall haben sie es auf mich abgesehen. Ja, immer nur auf dich. Also ist wie in der Schule, da gibt es gleich einen Stiefelkreis. Alle anderen gucken zu. Ich fühle mich jetzt schon wieder gemobbt. Ach. Es erinnert mich an früher. LOL. Der hat den Frosch. Und der reitet auf Entei. Oh. Ja, hey, guck mal. Hallo, mein Pokémon. Oh, wieso? Hallo. Wieso nur? Entschuldigung. Scratch. Zwölf haut er raus. Wer? Dein. Minus 12, ab dem hast dem einen Taubsi 12 Schaden gegeben. Ja, war ja auch meine Wasserkanone. Damn. Meine Aquaknarre. Ja, weißt du, und dann, achso, das, also okay, der macht dann auch nur den einen Schaden, weil er nur noch einen Lebenspunkt hat. Ich wollte gerade sagen, wieso kann der Tackle nur einen Schaden machen? Ich Hey. frage mich eigentlich, ob sie, wieso, ob sie eigentlich Probleme haben mit den Musikrechten. Ach so, ich hab den Sound immer noch aus, weil es so laut war. Ich habe das auf einen Millibalken runtergezogen, dass ich überhaupt ein bisschen Ton habe hier in Game. So. Wartest du immer auf mich, dass ich die Kämpfe anziehe, oder was machst du da? Ich dachte, wir sind ein Team. Ja. Oh, was sind da Viecher im Vor? Und das. Oh, ja, guck mal, wir sind hier zu dritt gegen einen. Stiefelkreis läuft. Hä, wie sind zu dritt zu ein? Ja, dreimal dasselbe Pokémon. Ach so, oh Gott. Bitte nicht. Chigi ist zu süß zum. Aber ich nagel das jetzt einfach aus dem Leben. Ja, bitte. Greif du mal meins an, links. Also hast du schon Habe ausgewählt. ich schon. Das andere. Na gut. Warum willst du das fangen, oder was? Nee, sonst hätte ich mehr Schaden gemacht und hätte sich die Sache hier schon erledigt. Ach so. Auf jeden Fall ist Shiggy schneller als ihr. Bock, dich zu heilen. Achso, das ist der Wand. Larry, hier ist ein Pokéball hier unten. Ja, Larry. Sollen wir den sammeln, den Pokéball? Können wir machen. Ja, Okay. ich weiß, wir können drüber springen.
Hey. Und es ist ein Heiltrank. Hidden Item. Hast du einen Anzug an? Ja, war in einer Box, war bei mir in der Box drin. Also ich sehe immer noch aus wie einer, der zu seiner Frau sagt, ich gehe mal eben Bier holen und komme nie wieder. Ich habe keinen Kampf angezogen, jetzt bist du dran. Jetzt, ja gut, mit dir will keiner kämpfen. Ja, die wissen, was rankommt. Oh, da ist Nancy. Was, Nancy? Ach so. Der hat einen Umhang da vorne, ne? Wer darf denn mal kämpfen? Komm, machen wir das so rum. Der reitet einer auf Zapdos. Mauzi! Oh Gott. Ein Mauzi. Defense Curl? Hm? Okay, warte mal, ich steige jetzt meine Defensive. Okay, auf jeden Fall ist unser Angriff gefallen durch Mauzi. Ich will jetzt wissen, wie das aussieht. Dein Leben. Death Rose, ja gut. Hau dir entweder haust du dir jetzt einen Heiltrank rein oder du haust dir. Stirbt und ich nehme ein anderes Pokémon. Ja, aber dann kriegst du keine EP, ne? Ach, ist doch egal. Greift sowieso nicht an. Ja. Lang lebe der Stiefelkreis. Ich will halt nicht die ganzen Potions und so jetzt schon benutzen. Ich weiß halt nicht, wie das aussieht, weil ich weiß ja nicht, wie das aussieht mit. Aber den Kosten da oben gleich, ne? Weil diesmal haben wir keine 10.000 Dollar. Das genau deswegen ist es ja. Ach, ich greife das jetzt auch mit an. Boah, Entschuldigung. Tot. Alter, es ist einfach mal. Ah, jetzt kriege ich die ganzen Schläge. Na, wer kommt? Taubschi! Ja, der andere ist ja vom Level schon über mir. Aber ich fand das damals noch cool, als Pokémon rauskam und die Pokémon dann immer das Wort benutzt haben, wie sie heißen. Also Taubsi immer. Taube, Taube, Taube. Miau, miau, miau. Hallo? Alter, unser Angriff ist gleich so weit unten. Brauchen wir gar nicht mehr angreifen. Okay, also wenn der eine ist gestorben und meiner hat automatisch den anderen angegriffen, willst du den, Howard? Es ist ein Kampf. Ach, das vergesse ich immer. Ja, aber ich glaube, das wird auch noch öfters passieren. Auf jeden Fall kann dieses Mauzi keine Attacken außer Heuler. Guck. Was will es denn noch machen? Will es jetzt so lange heulen, bis wir nicht mehr erkämpfen können? Okay, ins Pokémon Center, talk to Nurse Joy. She will help you, okay? Mal guck mal, die reiten da auf Entei reitet da. Das ist ja diese Legende. LOL! Alter, das Spiel sieht so hübsch aus. Also, jetzt mal ohne Witz, ne? Also, es sieht wirklich hübsch aus. Übrigens, die Free Lootbox dauert immer länger, bis du die nächste kriegst. Ach, jetzt sind es 13, okay. Nö. Oh, ich sehe einen Mankey, da werden Erinnerungen wach. Ach, ja. Just level up. Okay, ich bin jetzt Level 8. Ich hab eine Lootbox bekommen. Oh, ich auch. Komm schon, was zum Anziehen. Papa braucht ein paar neue Schuhe. PP up, Pokedollar, Pokegold. Charlos, der ist Säbel. Was ist das denn? Was Medizinisches. You can be used to have all status. Ah, okay. Oh, das Teil kann also, wenn ich das richtig verstanden habe, die Statusprobleme beheben. Visit Karl im Pokémon-Markt. Also ab in den Markt. Karl heißt der. Lagerfeld. Was hat der denn für eine Maske da drüben? Ah, da ist Karl. Sieht eher aus wie so ein. Naja. Hey, welcome. Hä? Big Markt. Bist du schon im Laden? Ja, ja. Wow, ist nur da so schnell hingekommen? Gelaufen. Eine Trainerschule erzählt er einen jetzt von. Okay, ab in die Trainerschule.
Zack. Ich muss erstmal gucken, mein Sandshrew ist immer noch tot. Stimmt, meine Pokémon sind auch nicht geheilt. Betrügerei! Sag mal, Madame, was hast du denn hier gemacht? Achso, man muss auf Ja drücken und nicht Nein. Ah ja, da gut, das kam vorher nicht. Vorher hat sie dir nur gesagt, das und das. Ja, sind sie jetzt auch geheilt? Ich wollte schon sagen, hier. Abzocke hey, pur, Hauptsache das Geld kassieren, ne? Nope. Achso, okay, ja. Gerade Ladeprobleme hier. Dizzy in Trainer School. Die war? Ist das die, also wenn es die Trainerschule war, eigentlich über dem Pokémon Center hier. Das komische Haus? Sieht also nicht nach einer Schule. Nein, aus. Das ist keine Schule. Da steht ein dicker Koch. Da hat eine Playstation hier stehen. Sind zum Teufel jetzt die Pokémon-Schule? Officer Brand? 2 zu 0. Das ist die Arena für Belgien. Ah, die Trainerschule ist über dem dicken Koch. Erinnerung an das 7-1 hier einfach. Dizzy, da haben wir sie doch. Ach, hier wurde ganz ein Computer stehen. I sent Carl from the Mark, they have a little quiz about status condition. Oh nein. Non-volatile status condition. Ja, let's start, oder nicht? Naja. First question, this status is awakening. Sleep, denke ich mal. Denke ich auch. Ja. How many? No, was? How viele, many? Das weiß ich nicht. Paralyse, Sleep und vielleicht Gift oder so? Vielleicht drei? Weiß ich nicht. Fünf? Schlafen, ach. Gift, Paralyse. Fünf. Brennen. Fünf kommt noch dazu? Fünf. Ja, Brennen und Eis, ja. Verbrennung und Eis kämen noch dazu. Immobilize, which status condition totally immobilizes Pokémon? Was ist denn immobilize? Ich denke, vielleicht Sleep? Ne? Oh. Oh, Frozen ist es. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da angeklickt habe. Which status condition does not inflict damage? Ongoing damage. Paralyse, Burn kriegst du. Paralyse macht dir keinen Schaden über Zeit. Wenn du, wenn dein Pokémon verbrannt Last ist question. Oder Gift, dann. Last question. Alle. Alle nach dem Kampf sind alle Stratos-Effekte noch da. See, you know better, man. Yeah. Also du hättest sogar eine falsch machen können. Vetania war halt in den Norden. Longer journey. Fast level up. Und wir haben wieder eine Kiste. Gamble-Zeit! Was? Du hast eine Kiste? Unten rechts, eine rote, ja. Ich nicht. Ich bin erst Level 8. Wieso auch immer. Weil ich cool bin. Achso, wahrscheinlich vielleicht, weil jetzt deine Pokémon. Geil! Tot gewesen. Okay, ist. Der. Ja, okay. Warte, ich setz jetzt mal was auf. Warte, ich komm mal raus und dann setze ich mal was auf. Und das sieht eher aus wie so ein typischer deutscher Badetourist. Wo haben wir das denn? Das war hier hinten. Pass mal auf, das Ding geht ja noch. Ne? Aber pass mal auf, der jetzt hier. Jawohl. Ich bin kacke dreist, Alter. Ich bin It's Cool Man. Sieht immer noch aus wie so ein Badetourist. Old Man in Viridian City. Der Old Man. Also müssen wir. Hier wäre der da ja eigentlich, also in der Stadt. Ist der alte Mann nicht links? Weiß ich nicht. Da ist irgendeine Quest, die über uns. What? Da ist der nicht. Ach, der alte Mann müsste oben in der über der Stadt sein. Hier, die Dame hat hier einen Auftrag für uns. Akira. Siehst du auf der Karte, ist ein Ausrufezeichen, ein pinkes, großes. Na, guck mal, du könntest auch hier wieder in dem Pokémon Center mit Officer Jenny reden, die hat wieder Aufträge. Wo bist du hingelaufen? Warte. Yumiko? Oh nee, das war gar nicht die. Ach, vielleicht meinen die damit das Poké Center, dass du da die Aufträge annehmen kannst.
Was Oder meinst du Officer Brand? Nee, nee, unten ist, unten in dem Pokémon Center steht Officer Jenny. Ach, hier, da könntest du wieder Bounties annehmen, habe ich aber jetzt mal nicht gemacht. Weil mein. Choose a Bounty. Defeat Weedle on Route 2. Defeat Sparrow on Route 22. Mankey on 22. Dann mache ich eher mal Weedle auf 2. Wollte ich gerade sagen, gleich mal, dann komme ich das auch nicht. Das wäre wieder Fang Dies oder so. Accept Bounty, Download Battle Data, yep. Oh, ich habe andere Aufträge. 40 XP. Challenge YOLO on Route 2 habe ich. Challenge Charmaine on Route 1. Warte mal. Was denn? Echt? Du kannst, wenn du auf die Quest gehst, wenn du. Lade mal das Download. Geh mal auf Download Battle Data, wenn du eine angenommen hast. Also eine Mission jetzt annehmen oder was? Ja. Irgendein Pokémon besiegen. Am besten das halt auf der niedrigsten Route. Okay, die Feed Rattata on Route 1. So. Jetzt gehst du rechts dann auf Download Battle Data. Wo genau? Ist bei unter den Quests in grün. Steht da Download Battle Data bei mir? Nee, nee. Doch. Wenn du die Bounty Quest angenommen hast. Ja, ich hab Vetania City, Find the Old Man und darunter Defeat Rattata. Ja. Oder kannst du da nicht auf Download. Was steht denn da bei dir? Ja, Defeat Rattata und Route 1. Ja. Und drüber? Nichts. Ich kann da draufklicken und dann steht da Go to und dann läuft mein Charakter automatisch dahin. Das muss ich, wenn ich draufklicke auf die Feed Rattata, dann kommt das unten rechts bei mir. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also guck mal rein theoretisch, ja, jetzt gucken, jetzt geht er bei mir runter auf Route 1. Mhm. Da wo wir herkamen und da muss ich dann Rattatas drinne platt machen. Ja. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich mache meine drei Rattatas fertig. Würde mich jetzt echt interessieren, ob ich dann auch wieder zum Kampf gerufen werde oder. Aber klick mal auf die Quest, da steht jetzt auch bei, wie viel EP du kriegst und wie viel Geld. Ja, ich weiß. Mein Gott, Alter, ist das eine Innovation. Sag mir mal, wenn du in einem Kampf bist. Bin ich gerade. Ist jetzt wieder vorbei. Okay, siehst du, das heißt, ich bekomme jetzt zum Beispiel, wenn ich in einem anderen Gebiet bin, bekomme ich die Kampfdinger gar nicht. Nee, nee. Aber ich bin echt positiv begeistert von dem Ding. Ich bin sogar echt leicht am Überlegen zu sagen, obwohl das mag ich jetzt eigentlich noch nicht sagen, bei Revolution würde ich gerne auch nochmal eine Chance geben, aber momentan würde das Ding hier weitaus mehr Sinn machen. Ich denke mal, dass Pokémon Revolution weiter ausgearbeitet ist, also dass dann hier noch weitaus mehr Bugs drin sein werden und so. Vor allem, dass Revolution ja, glaube ich, bis zur siebten Generation geht. Aber ich weiß halt nicht, ne? Bis jetzt macht mich das Ding hier mehr an. Ja, es ist halt auch, ne, visuell ein deutlicher Fortschritt als das andere. Ja, und ich glaube, das Ding hier ist für Einsteiger weitaus freundlicher. Ja. Die mal wieder sagen, komm, ich würde gerne mal. Also es ist. Man muss halt beachten, entweder du kennst dich mit Pokémon wahnsinnig gut aus. Oder du bist eben der englischen Sprache mächtig, weil die Spiele halt wirklich nur auf Englisch, weil es die nur auf Englisch gibt zurzeit. Ja, ich glaube aber nicht mal, dass so schnell da eine andere Sprachausgabe kommen wird. Ja, ich meine, es ist immer noch eine Beta, ne? Es ist ja auch nicht wirklich leicht herauszufinden, wie du jetzt an das Spiel rankommst. Ja, das ist wirklich kompliziert, ne? Also wenn du nicht wüsstest, dass die Leute. Mich würde mal interessieren, woher die Leute das wissen. Weil ich hatte das Ding ja gesucht. Ich habe es ja auf YouTube einmal gesehen, das Ding. Ja. Bei englischsprachlichen YouTubern. Und dann habe ich dann geguckt, Poke One MMO gedönst. Habe ich dann eingegeben und dann kam ich auf Seite wie Poke MMO und dachte eigentlich erst, dass das wäre. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Pokémon MMO. Ja. Also, ich weiß halt nicht. Also, wenn man nicht wüsste, dass man halt bei denen auf den Discord linken muss und so und von da aus das Ding dann downloaden muss. Boah! Was hat denn Rattata da jetzt mitgemacht? 19 Schaden hat mir das jetzt auf einmal gegeben. Crit-Hit, Alter. Oh shit, da jetzt wo du sagst, ich hätte mal Taubsied wechseln sollen. Wow, ich habe jetzt auch nur noch ein Pokémon. Hä, was machst du denn die ganze Zeit? Ich bin jetzt gerade bei Gegnern. Trainer am Fighten, der mich oben angetalkt hat. Ach so, du musst dich erstmal hochkämpfen zu deiner Mission. Da ist so ein älterer, ja. Der spricht dich automatisch an.
Okay. Ah, Scratch, Quick Attack. Mich würde mal interessieren, ich glaube, das ist nämlich nicht so, wenn du im Kampf bist und die Maus auf die Attacke hältst, kannst du sogar nochmal nachlesen, was die Attacke genau macht. Ja, well, Viridian Forest is waiting for you. Just leveled up Viridian City, so. Okay, ich habe meine Mission fertig, meine Bounty. Bounty ist auch schon complete, du musst sie also nicht mehr abgeben. Also wenn ja, sie erledigt ist, ist sie weg. Ich habe das noch nicht bekommen, weil das nicht gezählt hat, wenn du gegen den kämpfst. Kann auch erstmal meine Pokémons wieder heilen gehen. Also ich habe keine Ahnung, mir fehlen eigentlich die Worte. Also mal ohne Witz. Aber man sieht, dass das hier der Chefentwickler drin ist von Revolution. Weil es genau dasselbe ist. Dieselbe Interface, dasselbe Gerede, dieselben Charaktere, die in der Spielwelt platziert worden sind. Ja. Aber umso schade finde ich, dass man sein altes Projekt einfach so liegen lässt und praktisch genau dasselbe nochmal unter einem anderen Entwickler. Aber die Frage ist ja, warum? Es muss ja einen Grund geben, warum. Vielleicht hat sich das nicht so entwickelt, wie der Entwickler sich das gedacht hat, sondern es sich eher in eine andere Richtung begeben, zu dem es die anderen eben gemacht haben. Es kann ja sein, dass es sich wirklich in eine komplett andere Richtung begeben hat, als eigentlich geplant war. Mhm. Weil eben zu viele Leute da ihre Finger mit im Spiel hatten oder so. Das mag ja sein. Oh, ich, okay. Ja. Kann ich jetzt auch ohne dich starten? Ja, okay. Ich hätte sogar jetzt auf dich warten können bei der Mission, weil du in der Nähe warst. Das ist nämlich der Kampf, den du eben gemacht hast gegen den alten Mann. Achso, ja. Ich muss jetzt einen Weedle auf Route 2 kämpfen. Okay, sein Rad fährt schneller. Das war aber mal ein Schlag ins Gesicht. So, was ist sein letztes Pokémon? Nochmal ein Weedle. Welche Mission hast du gerade angenommen? Immer noch Weedle auf Stufe Route 2. Ah, okay, Weedle. Hatte ich, glaube ich, jetzt schon zweimal gefragt, ne? Egal. Okay, der Wald wartet auf mich und ich habe zwei Kisten gekriegt. Ja, mach ich erstmal meine Smallbox auf. Und es ist drinne TM05. Und in der anderen? Ja, okay, der Hut hat Stil, aber ich brauche dafür eine andere Jacke, Leute. Den kann ich so nicht aufziehen. Das geht nicht. Das ist Körperverletzung. Was ist TM Raw? Das ist, wir tagen jetzt auf und different Pokémon. Raw ist Brüller, ne? Oder brüllen. Ach, das ist Route. Ist das hier Route 2? Oder ja, was? Ja, die Route 2 fängt nach dem alten Mann an. Ach, okay. Na gut. Kann er mich hier. Sentret ist. Den muss ich erstmal. Muss ich erstmal aufleveln. Smallbox öffnen. Was ist denn jetzt? Guck mal. Warte mal, wie geht das? Wie mache ich? Guck mal! Jan, wo bist du? Ich komme gerade wieder hoch zu der Linie. Du machst mir gerade Angst, ne? Bleib doch stehen! Siehst du mich nicht? Hä? Hallo? Wo denn? Direkt unter dir. Hier bist du nicht bei mir. Hier, warte, bleib stehen. Jetzt stehe ich direkt vor dir. Nee, bei mir nicht. Komm mal mit hier in das Haus einmal kurz rein. Ich sehe dich wirklich nämlich gerade nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir mal wieder raus, weil es hier nicht drin ist. Warte.
Sag nicht, du hast ein Reittier. Mach, drück mal Shift, dann hast du, glaube ich, das Fahrrad, wenn du dich, wenn du Shift und dann dürftest auch eins haben, halt aber nur das Standard-Fahrrad. Shift und dann bewegen. Muss ich irgendwie gucken. Okay. Ach, ja, hör auf. Ich werde an dieser Stelle mal diese Folge beenden, diese auch. Dir sei es ja gegönnt.